Tja, wer kennt sie nicht? Scrooge, eine Weihnachtsgeschichte. Jene Geschichte, die sich rum um Ebenezer Scrooge dreht, einem griesgrämigen Eigenbrötler, einem richtigen Unsympathler, dem eben am Weihnachtstag drei Weihnachtsgeister begegnen. Einer, der ihn in die Vergangenheit führt, einer, der ihn in die Zukunft führt und einer, der ihm die Gegenwart zeigt, wenn er so weitermacht, wie er eben weiter tut, nämlich ziemlich unsympathisch. Und diese Geschichte ist wirklich eine Geschichte, die schon seit Jahren, man muss fast schon sagen, seit Jahrhunderten die Herzen berührt. Eine Geschichte von Charles Dickens und diese Geschichte kommt heute in Wien zur Aufführung in einem gänzlich neuen Gewand, sehr zeitgemäß. Der Autor Michael Schanze hat sich hier natürlich auch versucht und die jungen Gäste, die jungen Zuschauer, denen dürfte es wirklich gut gefallen haben. Und wir haben natürlich auch den einen oder anderen dazu befragt, zu diesem Familienmusical, das jetzt über die Weihnachtsfeiertage hier im Museumsquartier stattfindet. Es können natürlich auch noch Karten besorgt werden. Das Ganze findet bis am 26. Dezember statt. Und es ist wirklich eine Empfehlung, wirklich eine sehr positive Geschichte und eigentlich die perfekte Geschichte, um sich für den Weihnachtsabend einzustimmen. Ja, ich denke, Scrooge ist wirklich eine wunderbare Geschichte, womit in der Weihnachtszeit wirklich reinpasst wie das Faust aufs Auge. Und wir haben uns eigentlich drum entschieden, weil es eigentlich von den vielen Weihnachtsgeschichten, was ist, nicht kitschig ist, sondern wirklich auch zum Nachdenken anregt. Und es ist, glaube ich, in der Weihnachtszeit auch wichtig, dass man auch was mitnimmt nach Hause, wo nicht nur die Geschenke im Vordergrund stehen, sondern auch das Leben im Vordergrund steht. Ja, wir sind schon das zweite oder dritte Mal jetzt da, schauen Sie es an. Uns gefällt es immer wieder gut, das ist schon same procedure as every year, ja. Und gefällt immer wieder sehr gut, ja, muss ich sagen. Das heißt, das ist bei euch eine richtige Tradition? Mittlerweile ja, ja, ist eine geworden, ja. Und wie ist so die neue Bearbeitung? Es hat ja Michael Schanze auch als Autor mitgewirkt. Die Inszenierung ist auch ein bisschen zeitgemäß. Wie kommt es an? Ist es cool? Gut und modern, ja, richtig, ja, das stimmt. Das macht Spaß zuzuschauen und man entdeckt jedes Mal irgendwas Neues. Warum gerade diese Weihnachtsgeschichte? Die rührt ja wirklich auch das Herz. Es geht um die Erweichung eigentlich eines sehr harten, sehr geizigen Menschen. Warum kommt diese Geschichte eigentlich so gut an? Was glaubt ihr? Ja, ich glaube einfach, weil es rund um die Weihnachtszeit einfach Weihnachten ist dazu da, anderen Menschen bewusster zu werden, mehr zu helfen und zu unterstützen. Und diese Geschichte basiert eigentlich darauf, gerade in dieser Zeit, in dieser besinnlichen Zeit einfach den Menschen mehr zu helfen und einfach aufmerksam zu machen, warum Menschen einfach so sind, wie sie sind. Ja. Und vielleicht auch sich selber auch ein bisschen bewusst zu machen, was man vielleicht im vergangenen Jahr nicht ganz so toll gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen ungerecht war, oder? Das regt vielleicht auch selber ein bisschen an. Kann das sein? Das glaube ich schon auf alle Fälle, ja. Also das Nachdenken tut man immer nachher dann, nach dem Stück. Ja. Also wie gesagt, wir sind 2-3 Jahre schon, schauen wir uns das immer wieder an und jedes Jahr ist es einfach so, dass man sich darüber Gedanken dann schon macht, ja. Nächstes Jahr wieder dabei? Auf alle Fälle, ja. Also ich komme nicht aus. Also heute ist Scrooge, eine Weihnachtsgeschichte, am Programm gestanden in einer bisschen einer neuen, einer modernen Bearbeitung. Wie gefällt's? Ja, es ist nicht so schlecht, weil ich habe befürchtet, dass das vielleicht nicht so gut sein wird. Aber es ist wirklich gut. Ist es zeitgemäß umgesetzt? Ja, ein bisschen mit den Tänzen und so. Aber sonst das andere, mir ist nur aufgefallen, das zack, zack, das ist zeitgemäß. Aber ich glaube, da muss man ja dreimal zack sagen, soweit ich weiß. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Heute ist es ja ein richtiges Familienstück auch. Und wir sehen hier eine wunderschöne Familie, da sind alle Generationen vertreten. Gefällt es euch auch alle? Ich frage da mal da so einfach hinein. Ja, mir gefällt es sehr gut, ja. Gefällt es dir auch? Ja. Wer ist denn deine Lieblingsfigur? Was gefällt dir am besten? Weiß ich nicht. Ist ja auch noch nicht aus der Geschichte. Diese Geschichte, die rührt ja schon die Herzen seit Generationen. Warum, glaubt ihr, ist das so? Ja, das ist ein ganz ein klassischer, schöner, romantischer Stoff. Und deswegen, das geht immer, glaube ich.